Ja, hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Minecraft Pocket Edition Folge 132 und mit ganz viel Action. Was ist denn jetzt aus dem Betrieb? Der brennt hier völlig durch. Geht's an die nächste Folge und ran an die Arbeit. Wir wollen den Pool ein bisschen weiter bauen. Ich habe jetzt in der letzten Folge auch keine Umfrage reingemacht und in dieser wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, wann ich wo Umfragen reinmache, muss ich mal schauen. Ich wollte eigentlich noch vor der letzten Folge eine Umfrage reinmachen, aber hast vergessen, dann war mein Internet weg, das Video online und dann habe ich mir gedacht, jetzt bringt das auch nichts mehr, irgendwie so später noch eine Umfrage reinzumachen und ich glaube, ich lasse jetzt erstmal noch die Umfragen, vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann werde ich mal so sagen, ich baue mal den Pool hier ein Stück weiter auf jeden Fall schon mal. Und es haben einige geschrieben, mach den Pool doch sogar noch ein bisschen größer oder lass ihn so, haben auch einige geschrieben und dass der Pool doch hier perfekt ist, das haben auch einige geschrieben. Nicht in den Garten den Pool bitte bauen, aber leider ohne Grund und ohne Grund bringt mir leider nichts, von daher würde ich mal so sagen, ich fange wirklich mit dem Pool jetzt hier an. Aber was ich machen möchte, wir haben so viel Sand, ich möchte den wie in der PC-Version so ein bisschen auch Sandstein machen. Natürlich mit Glowstone-Beleuchtung auf jeden Fall, so von unten und von den Seiten vielleicht. Und dass wir auf jeden Fall den Rest so aus Sandstein haben und hier so Sandstein liegen, das ist auf jeden Fall mein Plan. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht am Haus weiterbaue, dass ich nicht die Line crafte, dass ich das Feld nicht mal ein bisschen hier abernte, dass ich das Kissenlager nicht weiterbaue, dass ich das Haus nicht einrichte, aber ich habe gerade echt mehr Bock auf den Pool. Mir tut es echt sehr leid, aber es ist nun mal so. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich meine, ich habe gerade echt wirklich mehr Bock auf den Pool, auch wenn eigentlich die anderen Dinge Vorrang hätten. Aber ich meine, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das ist nun mal so. Ich habe gerade echt viel mehr Bock darauf, den Pool zu bauen. Und aber nochmal bei den Hundis vorbeischauen, ne? Warum sind die Hundis? Irgendwie kommen die weniger vor. Sind da welche gestorben irgendwie? Als wir, naja, hier, nicht und so. Jetzt habe ich kein faules Fleisch dabei, glaube ich. Als wir hier gekillt wurden und dann sind die uns ja hinterhergerannt und alles. Und ich habe die auch ein bisschen geschlagen aus Versehen. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin, wenn ich Sandstein... Alter, haben wir noch eine Spitzhacke im Inventar? Keine Schaufel, keine Spitzhacke, jetzt dein voller Ernt... Oh, dann kann ich ja wirklich mal ins Kistenlager nochmal reingehen. Denn, ja, ich würde mal so sagen, vielleicht haben wir, wenn wir da noch Sandsteine haben oder Sand, dann können wir ja Sandsteine craften, dann können wir ja schon mal den Pool ein bisschen bauen. Das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte und wir möchten. Ich möchte aber auch auf jeden Fall noch in die Hölle gehen, um XP zu farmen. So, und zwar mache ich das jetzt mal eben folgendermaßen. Krimskrams, puh, das ist eine tolle Kiste. Ich liebe die Krimskrams-Kiste. So, was packen wir da mal rein? Weiß ich auch nicht. Mobjobs. Spinnauge zum Beispiel. Gunpowder, ist hier Schwarzpulver. Wir haben 49 Schwarzpulver schon. Alter, wir können mal TNT craften, aber ich weiß nicht, was wir in die Luft springen wollen. Keine Ahnung. Haben wir noch Werkzeuge drin? Wir haben eine Spitzhacke, das ist perfekt. Aber ich nehme natürlich nicht die Diamantspitzhacke raus. Ich bin da noch nicht bescheuert. Oder bin ich es doch? Und die Schaufel ist auch perfekt, aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen was wegtun, weil das kann jetzt hier die ganze Zeit, das nervt ja, wenn wir so viel jetzt hier im Inventar haben. Wir haben ja 15 Sandsteinstufen, ich bin so blöd. Aber nee, wir brauchen ja, um den Pool auszukleiden, richtige Sandsteine, würde ich mal so sagen. Kies packe ich, was packe ich den Kies denn jetzt hier rein? Noch irgendwas hier, zum Beispiel die Slabs, Holzslabs zum Beispiel. Und die Treppen und, ja, ein bisschen Holz, so, zack. Was wollte ich noch gerade? Hier haben wir noch, wir können noch ein paar Knochen benutzen. Ne, die Knochen lasse ich mal im Inventar, falls wir noch Wölfe finden sollten. Zufälligerweise. Ja, ganz ehrlich, wir können... Doch, ich lasse sie jetzt mal... Ne, ich lasse sie nicht im Inventar, ganz ehrlich. Wir haben hier eh keinen Fichtenwald, die können ja eigentlich gar nicht spawnen. Wir können sie eh vermehren. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ja, sag mal. Achso, ich wollte den Kies irgendwie wegtun. Wo habe ich den bei Stein mit reingetan? Nee, ich glaube nicht. Wo habe ich denn die Kies immer einsortiert? Ich habe doch keine Kieskiste, glaube ich. Wie viel Lapis haben wir? Jo, Lapis, das lässt sich schon mal sehen. Ach, es kam auch ein Tipp, ich soll mal die Hunde färben. Geht das wirklich? Mit Lapis soll das angeblich funktionieren. Das muss ich nochmal testen. Scheiß auf die, auf den Kies, den lasse ich jetzt drin. Was wollte ich jetzt gerade überhaupt noch? Was wollte ich jetzt gerade machen? Also außer färben, was wollte ich gerade mit der... Mit der Spitzhacke. Achso, genau, ich wollte Sandstein. Ja, genau, stimmt. Aber erstmal gehen wir pennen. Ich mag keine Monsternacht. Wie gesagt, ich möchte das jetzt wirklich mal versuchen, im Nether zu erfahren, so ein bisschen die Experience. Und, yo, das plane ich auf jeden Fall, das irgendwie so zu machen. Ab in die Koje. Ja, wer kennt das? Ab in die Koje? Weiß überhaupt jemand, was eine Koje ist? Also mal so eine allgemeine Frage. Jetzt muss ich das auch mal ganz kurz testen. Angeblich soll jetzt irgendjemand, ich weiß nicht, ob der mich beschissen hat, einer von euch, oder ob das wirklich so ist, aber angeblich soll man Hunde färben können. Angeblich soll es funktionieren. Das geht... Alter, wie lol. Aber warte mal, ich bin ja ein bisschen farbenblind. Also ich sehe schon Farben, also bitte nicht jetzt so verstehen, dass ich gar keine Farben sehe. Ich sehe Farben, aber ich vertausche die, ich weiß mal nicht. Ist das jetzt blau oder lila? Wenn das jetzt blau ist, ist das natürlich geil, aber ich glaube, es sieht eher wie lila aus. Und lila ist jetzt eigentlich nicht so... meine Lieblingsfarbe. Ich glaube, das ist lila, oder? Oder ist das doch blau?
Es ist mies, Alter, wenn du Farben nicht richtig unterscheiden kannst. Soll ich die alle färben? Ich lass mal den einen Hund gefärbt. Wir können denen ja auch irgendwie Namen geben, ne, mit diesen Schildern. Ich weiß gar nicht, wie man die craftet. Muss ich auch nochmal schauen. Ich glaube, ich mache doch eine Umfrage in dieses Video rein. Und zwar, ob ich die Hunde färben soll. Geht das nicht auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel irgendwie Farbstoff, irgendwie hier, diesen grüner oder oranger oder irgendwie sowas, womit du auch die Wolle färbst? Das müsste ich mal ausprobieren, weil ganz ehrlich, ich glaube, das mit dem Lapis ist sowieso ein bisschen Verschwendung. Wir wollen ja auch, dass wir es verzaubern eigentlich behalten, ne? Ich möchte das eigentlich jetzt nicht verschwenden, um hier Nech und so die Hunde zu färben. Wir wollen ja auch ein bisschen verzaubern. Wenn wir wieder Level 30 sind, dann möchte ich auf jeden Fall mal was verzaubern. Und ich glaube, dann mache ich auch eine Umfrage rein, was wir zuerst verzaubern wollen. Also Rüstung oder eben halt Items. Wo ist denn jetzt die Lapiskiste? Bin ich jetzt bescheuert? Lapiskiste hier. So, ein Lapis haben wir verschwendet, ich weiß. Hallo, geht auch komplett da rein. Und ja, dann würde ich mal sagen, komm, ein Birkenholz haben wir noch. Das könnte ich mal in die Holzkiste reintun. Holz allgemein, Birkenholz, zack, bumm rein. Und dann geht es jetzt für uns auch schon auf. Ab in den Sand. Ab in den Sand. Der Sonne hinterher. Ey, yo, was geht? Wer kennt noch ab in den Süden oder ab in den Norden? Oder auf die Piste geht's auch. Oder kennt jemand das Lied Mama Mallorca? Das habe ich mir auch mal früher gerne angehört. Oder auch immer, wenn ich nach Mallorca geflogen bin, immer davor habe ich mir das auch mal angehört. Oder geh mal Bier holen oder sowas, obwohl ich nie am Feiern bin. Auf Mallorca. ja, da ist die Spitzhacke, das ist schon mal gut. Und die Schaufel packe ich auch mal eben hier rein, wo die Pfeile jetzt sind. Na, wo ist sie jetzt da? Zack. Und dann würde ich mal sagen, wir holen uns ein bisschen was an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt. Ich hoffe, ich habe keinen Sand oder Sandstein oder so übersehen. Und auf jeden Fall immer mal wieder ins Wasser gucken. Vielleicht finden wir mal Tintenfische für die Insects oder so. Wäre mal nicht schlecht. Ist ja merkwürdig, dass hier keine sind. Also, das ist echt ein kleines Rätsel für mich, wo die ganzen Tintenfische hin sind. Das verstehe ich echt nicht so ganz. Muss ich mal jetzt echt dazu sagen. Es ist irgendwie komisch. Also, merkwürdig. Total merkwürdig. Irgendwie richtig merkwürdig. Naja. Und jo, und da hinten ist der ganze Sand und da, ja, Alter, ich fahre so viel Sand da ab. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auf Dauer, ist das auch nicht so ganz geil, ne? Wir wollen das ja auch ein bisschen schön hier behalten. Ich gehe da hinten wieder rüber, wo ganz viel Sand ist, wo die Wüste ist, würde ich mal so sagen. Sehr spannend. Ja, heute ist übrigens Montag, der 11.7. Ihr seht das Video wahrscheinlich später. Na toll, ein Skelett. Na toll. Wir haben Bogen. Sieht uns das Skelett? Ihr miesen Viecher, Alter. Ihr miesen Viecher. Das kommt jetzt davon. Das habt ihr davon. So, tot. Nee, der ist immer noch nicht tot. Was? Jetzt aber. Na also. Ich glaube, wir haben bald keine Pfeile mehr. Ja, müsste ich mal welche craften wieder oder so. Mal schauen. Jetzt erstmal hier lang schwimmen, lang schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wer kennt das noch von Findet Nemo? Ich weiß, das sind Kinderfilme eigentlich, aber ich habe es mir früher gerne angeschaut. Und wenn mit der Familie kannst du es eigentlich immer anschauen. Auch für, egal wie alt du bist, kannst du dir auch Kinderfilme anschauen. Das ist immer wieder witzig. Und Ice Age sehe ich gar nicht als Kinderfilm. Ich gucke mir den echt gerne an. Also Ice Age, ich habe mir den, wie gesagt, ich habe mir den ersten Teil, den zweiten Teil jetzt schon angeguckt. Den vierten habe ich vorher im Fernsehen gesehen, deswegen bin ich überhaupt auf Ice Age gekommen. Und den vierten Teil, ja, den gucke ich mir natürlich auch nochmal wieder an, aber vorher den dritten. Und wenn ich das alles geschafft habe, gehe ich vielleicht sogar ins Kino und schaue mal den fünften an. Ich weiß, das klingt ein bisschen verrückt, vor allem für alle, die jetzt denken, Alter Brand, mit 19 noch Ice Age, bist du wahnsinnig, bist du irgendwie behindert oder so? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja behindert, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich gucke es immer noch gerne an. Ich weiß nicht, ob das, ich finde, das ist auch nicht ganz normal, oder, oh, da sind Pfeile, bevor die hier despawnen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein lustiger Film. Also eigentlich alle Teile so, die ich bis jetzt gesehen habe. Dritten kenne ich noch nicht, sonst alle anderen schon, außer den fünften. Also dritten und fünften habe ich noch nicht gesehen. Und ich finde die echt so geil, also so witzig. Und ist ganz ehrlich, ist das Alter doch scheißegal. Genau wie mit Minecraft, da verstehe ich überhaupt nicht, wieso immer alle sagen, Freddy, Minecraft-Kiddies ist ja voll das Kiddie-Game. Oh Gott, wieso spielst du sowas denn? Oh Gott, spiel doch mal lieber sowas und sowas. Battlefield oder FIFA oder Unravel oder sowas. Warum spielst du so Mist oder spiel mal GTA? Ja, die Leute verstehe ich wirklich bei weitem nicht. Also ganz ehrlich, also ich habe jetzt nichts gegen GTA oder Battlefield oder so, aber warum zur Hölle sagen immer ständig so viele irgendwie, dass Minecraft ein Kiddie-Game ist? Warum? Nur weil es viele Kinder spielen? Ich meine, erstmal, was ist da schlimm dran? Ist doch schön, wenn ganz viele Kinder das Spiel spielen. Ich meine, das ist ein Spiel, ja, für alle Altersgruppen meiner Meinung nach. Das ist doch. Ist doch eigentlich nur, das, ich verstehe die ganzen Leute nicht. Was ist denn so schlimm da dran? Vor allem, was ist auch so schlimm da dran? Es regen sich immer viele Leute auf, drüber auf, dass so viele ja, Kinder, sage ich mal, halt immer Videos über Minecraft, vor allem Minecraft Pocket Edition machen. In schlechter Qualität und so. Ich meine, klar, mit der schlechten Qualität und dem Geruckel, das ist wirklich ein bisschen blöd immer. Das ist wirklich, ich glaube, dann schaut sich das auch wirklich niemand an. Das kann ich ja schon verstehen, aber ansonsten,
wenn du Videos bringst. Und ganz ehrlich, ist das doch Wurst, was ist denn daran so schlimm? Ist doch schön, wenn Kinder auch solche Videos bringen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Kind seid, ist doch nice, wenn ihr vielleicht sogar Videos bringt. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die sich da immer so drüber aufregen. Was ist da denn so schlimm? Ich verstehe es nicht. Da ist doch nichts schlimm dran, das ist doch nice. Haben wir jetzt ernsthaft 58 Sandsteine oder ist es Sand? Nee, das ist Sand. Das sieht wie Sandstein aus, wenn irgendwie gerade lol. Ist ja auch irgendwo Sandstein irgendwie, zufälligerweise. Da hinten so ein paar Sandsteine. Hier sind ein paar Sandsteine, also ein paar mehr Sandsteine. Das ist schon mal sehr gut. Wahrscheinlich fliegt uns gleich der ganze Sand hier runter. Jetzt nehme ich, anstatt die Sandblöcke, nehme ich mal kurz den Sandstein in der Hand. Oh, wir sind ja schon über 10 Minuten Aufnahme. Ich fasse das nicht. Leute, was ist denn hier los? Warum geht die Zeit immer so schnell rum? Warum? Ich verstehe das nicht. So. Ja, damit erstmal genug mit den Themen. wie gesagt, wir haben heute Montag, den 11.7., was ich sagen wollte. Wir haben heute 20 Grad. Gestern am Sonntag, den 10.7., hatten wir irgendwie 30 Grad. Und ich war nur in der Bude, auch toll. Ich weiß, ich rede immer wieder vom Wetter. Das wird bestimmt auch langsam ein bisschen nervig. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass Deutschland rausgeflogen ist? Beziehungsweise, dass Portugal Europameister, ganz ehrlich. So viel Frankreich gegen Portugal gespielt hat, habe ich gedacht, jo, Frankreich wird Europameister. Habe ich schon, auch schon vorher gedacht. Und, aber das war so peinlich, Alter. Die Deutschen schon wieder Schweinsteiger. Der Moderator Bellerit hat, glaube ich, einmal Steinschweiger gesagt. fand ich lustig. Und naja, Schweinsteiger hebt einfach mal wieder die Hand, genau wie Boateng gegen Italien. Was ist los mit den Deutschen? Dann verwandeln, wenn sie Elfmeter kriegen, verwandeln sie die nicht richtig. Und, naja, gut, und dann noch das zweite Tor war dann leider auch so. Ich finde, Deutschland hat besser als Frankreich gespielt. Aber leider, natürlich mal wieder Hand gehoben. Und, ja, ganz klasse. Ganz sauber. Das habt ihr richtig gut gemacht, Schweinsteiger und Boateng. Jetzt, also ich kann ja mal passieren, aber fand ich schon ein bisschen blöd. Ist leider so, Halbfinale wieder rausgeflogen. Aber dass dann Portugal gewonnen hat, das hätte ich echt überhaupt nicht gedacht. Erstmal hat Cristiano Ronaldo geheult. Nein, ich habe nichts gegen Cristiano Ronaldo, keine Sorge, ich habe Respekt vor ihm. Aber er hat ja nun wirklich geheult. Jetzt gehe ich mal wieder zurück, weil er halt Verletzungen hatte und er wollte so gerne weiterspielen. Hat mir auch leid getan. Aber ich habe es ehrlich gesagt jetzt nichts gegen Portugal oder so, aber ich habe es ehrlich gesagt auch Frankreich irgendwie mehr gegönnt. Vor allem auch, was da in Frankreich ja 2015 im Oktober passiert ist, oder was, November war es, glaube ich, 13. November, da hätte ich es ihnen gerade so gegönnt, dass sie auch ja, halt mal so was Positives wieder erleben und das, vor allem, weil sie auch so gut gespielt haben. Wir hatten so viele Chancen auch gegen Portugal, was ist leider, ja, hat hier nicht so ganz geklappt. Okay, Portugal ist Europameister, Deutschland ist, das Beste war Otto Walkes, hat erstmal nach der Niederlage von Deutschland erstmal auf Facebook ein Bild gepostet, wo er so ein Deutschland-Dinger um hatte, wo dann drauf stand, Deutschland ist Weltmeister. Ich meine, das ist ja nicht mal eine Lüge, wir sind immer noch Weltmeister, wir müssen in 2 Jahren den Titel verteidigen, ne? Wir sind zwar kein Europameister geworden, sind aber immer noch Weltmeister, also das darf man nicht vergessen, das fand ich richtig lustig, so hast du gleich wieder bessere Laune nach der Niederlage. Ich habe schon richtig schlechte Laune gehabt, als wir wieder verloren hatten. Alter, bei dem 0-1 bin ich schon weggegangen kurz, dann habe ich irgendwann wieder eingeschaltet, natürlich kurz danach haben die nur 2-0 geschossen hier, die Franzosen, das war toll, echt. So, ja, tut mir leid, dass ich jetzt davon gelabert habe, aber das musste jetzt gerade auch mal sein. ich würde mal so sagen, ich fange jetzt wirklich schon mal an, so ein bisschen den Pool hier, ja, zu createn, also so ein bisschen schon mal hier mit Sandstein und so zu bauen, würde ich mal so sagen. Ich muss auch mal nachpflanzen, ne. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen gedacht, ja, dass wir hier den Rand auch schon aus Sandstein haben, auf jeden Fall, das habe ich mir so gedacht. Den Rand werde ich auch aus Sandstein bauen und dann auch so den Rest, auch so die Wände, dann vielleicht irgendwo Glowstone noch mit rein, dass es halt auch ein bisschen beleuchtet ist und so. Und naja, sowas halt, ne, das habe ich mir so gedacht, dass wir das irgendwie so machen. Müssen mal schauen, wie genau. Und, ja, vielleicht können wir auch eine Leiter reinmachen, weil der Pool ist ja wirklich ein bisschen tief. Eine Leiter wäre nicht schlecht, ne? Dann könntest du, okay, eine Leiter, muss aber eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, wir können Pool reinspringen und auch wieder rausgehen, aber wir können natürlich, um es realistischer zu gestalten, auch eine Leiter hinbauen. So eine Einstiegsleiter, um in den Pool reinzukommen. Das wäre ein bisschen realistischer. Müsste ich mal schauen. So, das sieht doch schon viel geiler aus jetzt, finde ich. Ja, und dann halt so die Wände kommen. Ich fange mal damit an schon mal, würde ich mal so sagen. Natürlich gleich ist unsere Schaufel kaputt. Ganz kurz. Das ist natürlich super, dass gleich die Schaufel kaputt ist. Das ist jetzt sehr, sehr passend gerade. Nein! Jetzt habe ich hier so... Oh, nee. Hier wollte ich keine Erde wegbauen. So, zack, zack, zack. Natürlich, ich hab's geahnt. Natürlich, ein paar Sandsteine kommen auch wieder weg, weil wie gesagt, ich möchte dann da auch Glowstone noch mit reinklatschen und so.
So, wie viel haben wir noch? 4 Stück, dann kann ich die hier auch nochmal im reinbauen. Ich glaube, wir haben noch mehr. Ich glaube, wir haben irgendwie einen Stack oder so. Muss ich mal schauen gleich nochmal. Wir haben 28, haben wir noch. Und dann können wir auch noch ein paar neue craften. Das ist natürlich super. So, wieder mit Erde hochbauen. Hier, zack. Und die Erde wieder wegbauen. Nochmal in Pennen gehen. Und dann würde ich mal so sagen, beende ich gleich erstmal die Aufnahme, weil sonst wird es zu lang und so. Ja, dann würde ich mal so sagen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Tut mir leid, dass das jetzt eher so eine kleine Quatschfolge war und wir nicht unbedingt so viel jetzt Spannendes gemacht haben. Aber bald wird es auch wieder spannend. Bald geht's weiter, spannend hoffentlich. Ja, ich würde mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache einen kurzen Cut rein. Ich nehme die nächste jetzt auch noch im Anschluss auf. Das heißt, die nächste Folge seht ihr dann wahrscheinlich, oh, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nächste Woche oder so. Und ja, wie gesagt, ich kann leider, wenn ich in der nächsten Folge, werde ich immer noch nicht auf eure Kommentare aus der Folge 131 leider eingehen können, weil wie gesagt, ich nehme jetzt hier gerade 3 Folgen am Stück auf. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, das würde mich sehr freuen. Jo, ciao Leute, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag und ciao.